Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Bürger unseres Landes hören seit Wochen fast nur noch eins, nämlich Corona. Ihre Zeitung, ob online oder print, Ihr Fernsehprogramm von ARD bis NTV kennt fast nur noch eines, Corona. Dabei gibt es zum Teil widersprüchliche Einschätzungen von Virologen. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen durch die Politik. Es gibt Differenzen zwischen den Staaten der Welt und dann sind die Bürger noch ganz persönlich betroffen. Der Job findet jetzt, für den der Glück hat, im Homeoffice statt oder aber plötzlich muss die Friseurin ohne Trinkgeld und mit 40% weniger Lohn auskommen. Das gilt für die Kellner, die Verkäufer, die Taxifahrer und für viele andere auch. Gleichzeitig gilt das für die vielen kleinen Selbstständigen, die zwar zum Teil Einmalzahlungen und Kredite beantragen können, wir haben dem selbstverständlich auch zugestimmt hier, die aber trotz dessen Angst um ihre Zukunft haben. Angst davor, ihre nächste Miete nicht bezahlen zu können oder die Stromkosten oder die Handyrechnung oder gar alles drei nicht. Es ist vorhersehbar, dass sich diese persönliche Furcht auch statistisch in einer erhöhten Zahl von Insolvenzen manifestieren wird. Und in dieser Kette steht dann auch der Vermieter, dem die Einnahmen ausbleiben, von dem er das Haus und dessen Instandhaltung abbezahlt. Und am Ende stehen die Banken, die das auffangen sollen. Ich kann an dieser Stelle die volkswirtschaftlichen Folgen leider nicht vertiefen, obschon sie von entscheidender Bedeutung sind. Sicher ist aber, da wird auch kein weiterer Nullzins helfen und erst recht keine Eurobonds, ganz im Gegenteil. Und wir haben auch menschliches Leid. Da ist die Tochter, die ihre Mutter nicht mehr im Altenheim besuchen darf und da ist die Mutter, die keinen Besuch mehr von ihrer Tochter oder ihrem Sohn erhalten darf. Da sind die Paare und Familien, die nun neu lernen müssen, sich 24 Stunden an 7 Tagen der Woche auszuhalten. Und trotz dessen bleiben die Menschen, bleibt die ganz große Mehrheit der Bürger ruhig und besonnen. Fast alle halten sich an die veränderte, an die eingeschränkte Lebensweise. Aber während wir dankbar aufs Volk blicken, da fragt man sich dann schon, lieber Herr Laschet, was hat Sie eigentlich dazu getrieben? Wird Ihnen der Druck zu viel, der Wettbewerb um den CDU-Vorsitz, der Streit um die Kanzlerkandidatur und das dann auch alles noch in Zeiten von Corona, wo sich die jeweils Regierenden ja in einem Überbietungswettbewerb in Sachen tatsächlicher oder angeblicher Handlungskompetenz sehen? Denn nicht nur Ihr verunglückter, ja verfassungswidriger Gesetzentwurf, den wir hier später debattieren, nicht nur Ihr kleines PR-Desaster mit dem falsch angelegten Mundschutz, nein, auch Ihr letztes Video war wieder mal mehr als skurril. Da feiern Sie sich doch allen Ernstes dafür ab und geben sich geradezu beseelt, dass Sie gegen den Bundesinnenminister Grenzkontrollen und Untersuchungen auf Corona an der NRW-Westgrenze zu Belgien und den Niederlanden verhindert hätten. Und während Sie das EU-trunken feiern, meldet das Auswärtige Amt zu Belgien, ich zitiere, die Ausbreitung der Atemwegserkrankung Covid-19 führt auch in Belgien zu verstärkten Einreisekontrollen, Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen und Einreisesperren. Das ist echt ein Erfolg, Herr Laschet, das muss ich Ihnen sagen. Und auch die anderen Staaten in der Welt um uns herum schützen natürlich ihre Grenzen und damit ihre Bürger. Das ist auch klar, denn wir machen ja hier im Land auch nichts anderes, indem wir die Türen und damit die Grenzen von Clubs und Bars, Friseursalons oder Schwimmbädern schließen. Schlicht und einfach, um die unkontrollierte Ausweitung der Infektionen und letztendlich Tote zu verhindern. Meine Damen und Herren, man muss doch seine Maßstäbe völlig verloren haben, wenn man es Kindern nicht mehr erlaubt, ihre Eltern im Altersheim zu besuchen, aber die Grenzen ohne Kontrollen und ohne Gesundheitstests für alle offen lassen will. Und auch Ihr CDU-Freund Strobel in Baden-Württemberg hat doch jetzt dringend um Grenzkontrollen zu Frankreich gebeten. Ist der jetzt plötzlich ein Rechtspopulist oder handelt er einfach nur im Interesse seiner Bürger? Vermutlich beides. Herr Laschet, schon in normalen Zeiten steht die NRW-Westgrenze laut Polizeigewerkschaft offen wie ein Scheunentor für Kriminelle und Illegale. So sehr, dass selbst Ihre CDU hier im Hause einen mit unserem Antrag fast gleichlautenden Vorschlag zu deren Schutz eingebracht hatte. Und nicht mal in Zeiten von Corona wollen Sie wissen, wer hier mit welchem Gesundheitszustand über die Grenze kommt, während die einheimische Bevölkerung
zu der natürlich auch die gut integrierten Menschen ausländischer Herkunft gehören, sich allen möglichen Beschränkungen unterwirft. Besser wäre es, sich nun für die betroffenen Menschen einzusetzen. Das heißt zum Beispiel, das Kurzarbeitergeld auch auf 450-Euro-Kräfte auszuweiten. Für viele Rentner, Studenten und Alleinerziehende stellt das einen wesentlichen Teil ihres Einkommens dar. Es geht nicht, dass wir gerade die, die etwas im Rahmen ihrer Möglichkeiten leisten, nun auch noch ganz alleine lassen. Ich bitte Sie dringend, sich an dieser Stelle unsere Forderung zu eigen zu machen. Durchzusetzen scheint sich ja zumindest langsam unsere Forderung, dass Pfleger und Polizisten und all die anderen, die nicht erst jetzt den Laden am Laufen halten, eine angemessene Prämie bekommen. Aber das darf eben auch keine einmalige Aktion sein. Diese Menschen müssen auch ganz ohne Corona auskömmlich bezahlt werden. Zu jeder Haushaltsberatung der letzten Jahre haben wir besondere Zulagen zum Beispiel für Polizisten beantragt. Sie alle haben immer nur abgelehnt. Wenn die AfD sie also nicht klüger macht, vielleicht tut es ja Corona. Und ganz akut müssen wir nun auf die erste Spitze der Infektionswelle und leider auch der daraus folgenden Spitzenbelastung der Intensivmedizin und der Opferzahlen vorbereitet sein. Es rächt sich nun, dass an den Krankenhäusern gespart wurde, trotz immenser Steuermehreinnahmen, für die die Bürger jeden Tag arbeiten gehen. Es rächt sich, dass man dem Katastrophenschutz nicht den Stellenwert hat zukommen lassen, der ihm gebührt. Auch dies sind Posten, die nicht nach Corona wieder vergessen werden dürfen. Als AfD-Fraktion werden wir Sie daran erinnern. Wo wir hingegen bei Ihnen sind, Herr Ministerpräsident, ist, dass wir nun auch ganz konkret und absehbar an den Restart unserer Wirtschaft und die Renormalisierung der Lebensverhältnisse denken müssen. Wenn die Fallzahlen es hergeben müssen, natürlich unter Maßgabe der Hygiene und der Gesundheitssicherung die Geschäfte und Firmen wieder öffnen. Wir können die Erfahrungen aus den Supermärkten Stück für Stück auf die Möbelhäuser, die Gartencenter, die kleinen Boutiquen übertragen. Zunächst mit abgezählten Kunden und natürlich genügend Abstand. Wenn dann endlich genug Schutzmasken da sind und auch vor allem Tests zur Verfügung stehen, können Infizierte und auch Gesunde besser geschützt werden. Es kann sein, dass es bei einer eventuellen zweiten Welle auch noch mal einen Rückschritt geben muss. Und es ist auch klar, Massenveranstaltungen, Clubs und Diskotheken gehören sicherlich nicht zu den ersten, die öffnen dürfen. Auch wenn mir das für die Betreiber und die potenziellen Gäste leid tut. Aber auch für Sie gilt, was als Perspektive für alle klar ist und klar sein muss. Es wird und muss auch ein Leben nach der Infektionswelle geben. Fangen wir jetzt an, das vorzubereiten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner.